Señora Lunacek. Gracias, Presidente. Sehr geehrte Damen und Herren, alle von Ihnen waren letztes Jahr beeindruckt, als Dr. Denis Mukwege, ein Arzt aus der Demokratischen Republik Kongo, den Sacharow-Preis bekam. Den Preis dafür, dass er mit seinem Team Tausende von Frauen, die Opfer von Massenvergewaltigungen geworden sind, im brutalen Konflikt um Blutmineralien in seiner Heimat, die er versucht zu heilen, physisch und psychisch. Er hat am Europatag vor 10 Tagen hier oder im Europaparlament in Brüssel uns aufgefordert, hier tatsächlich ein umfassendes Gesetz zu verabschieden. Da sind wir auch ihm und den Frauen aus der Demokratischen Republik Kongo verpflichtet. Wir brauchen obligatorische Sorgfaltspflicht für alle, nicht nur die Rohstoffimporte, sondern auch alle Produkte, die gesamte Lieferkette. Geben Sie sich einen Ruck, alle von denen, die dem Handelsausschuss nur zustimmen wollen. Sagen Sie Nein zu dem Feigenblatt von Gesetzgebung, das der Handelsausschuss vorschlägt. Sagen Sie Ja zu all diesen Anträgen, die wir eingebracht haben, um diesem Gesetz wirklich umfassend die Möglichkeit zu geben, in Zukunft Frauen zu schützen davor, dass sie Vergewaltigungsopfer in diesen brutalen Kriegen um die Blutmineralien werden. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bene, quante volte ci siamo commossi vedendo le immagini in televisione delle guerre in Africa? Quante volte abbiamo parlato di diamanti?